und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nachtzentrale. Schön, dass du wieder dabei bist. Letzte Woche gab es von uns das Rezept für unseren hausgemachten Apfelstrudel. Wenn dir das schon gefallen hat, dann gibt es jetzt noch was Besseres, nämlich unseren hausgemachten Milchrahmstrudel. Wenn dich das interessiert, unbedingt dabei bleiben und ich würde sagen, legen wir los. Für deinen Strudel brauchst du Topfen, Eidotter, Zitronenschale, Rosinen, Butter, Staubzucker, Kristallzucker, Eiweiß und deinen Strudelteig. Gib zuerst deine halbflüssige Butter, den Staubzucker und die Zitronenschale in deine Rührschüssel und lass dann alles gut aufschlagen. Jetzt gibst du das Eigelb langsam dazu, dann wird auch schon der Topfen untergerührt. Nochmal alles gut durchmischen lassen und dann kannst du auch schon deine Rosinen unterrühren. Nun schlägst du Eiweiß, Kristallzucker und Vanillezucker auf. Achte darauf, dass dein Eiweiß eine cremige Konsistenz erreicht und nicht zu weich und nicht zu fest ist, damit es später gut zum Unterheben geht. Jetzt hebst du es vorsichtig unter deine Dotter-Topfenmasse. Dann kannst du auch schon deinen Strudelteig ausziehen. Wenn dich interessiert, wie wir unseren ausgezogenen Strudelteig machen, dann schau dir doch unser Apfelstrudel-Video an, das wir dir oben verlinken. Jetzt verteilst du deine Strudelteigfülle auf dem Strudelteig und beträufelst dann den Rest mit Butter. Streiche die Fülle noch mit der Palette leicht glatt und dann kannst du auch schon die Ränder einklappen und deinen Strudel einrollen. Ziehe dafür einfach deinen Strudelteig leicht in die Höhe und nach vorne, so rollt sich der Strudel schon fast von selber ein. Jetzt wird das überstehende längliche Ende noch abgedreht und auch die Enden vorne und hinten abgezwickt. Je nachdem, wie groß deine Form ist, kannst du deinen Strudel jetzt auch halbieren. Drücke dafür den Teig einfach gut zusammen, damit später keine Fülle ausläuft. Mit ein bisschen Geschick legst du jetzt deine zwei Strudel in deine ausgefettete, ofenfeste Form. Jetzt wird der Milchraumstrudel noch mit Butter bestrichen, dann kannst du auch schon mal die Royale, also den Guss, herrichten. Dafür werden einfach Eidotter, Sahne und Vanillezucker vermischt und fertig. Dieser Guss, auch Royal genannt, macht dann deinen Topfenstrudel zu einem saftigen Milchrahmstrudel. Dieser wird dann im Ofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze so lange gebacken, bis er eine goldbraune Farbe hat. Fertig ist unser Milchrahmstrudel. Wir hoffen, dir hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann gib uns doch einen Daumen nach oben und schreib uns in die Kommentare, welche Strudelvariationen du immer so machst und wie dir das Rezept generell so gefallen hat oder gelungen ist. Damit würde ich sagen, noch einen schönen Freitag und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!